Hallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Skybounce. Es kamen seit einer Ewigkeit keine Videos mehr und es tut mir recht leid, denn es kamen ein paar Sachen dazwischen. Das ist so eine, ja, unglückliche Zwischenfälle. Beziehungsweise wegen unglücklicher Zwischenfälle, oh Gott, warum deckt es denn gerade so komisch? Wegen unglücklicher Zwischenfälle konnte ich dann nichts mehr aufnehmen. Das war so, dass ich am Anfang der Ferien, also ich wohne in Thüringen und da habe ich gerade Sommerferien seit 4 Wochen etwa. Und da habe ich beziehungsweise hatte ich eine Verletzung am Arm, beziehungsweise an beiden Armen, sollte man sagen. Ich kann immer noch nicht meine Arme komplett ausstrecken, also ist noch nicht verheilt, aber ich kann immerhin wieder den PC bedienen, was ich vor 4 Wochen noch nicht konnte. Und deswegen konnte ich kein Video aufnehmen, in dem ich sage, dass ich die nächsten 4 Wochen eine Sommerpause mache, weil ich mit der Familie in den Urlaub fahre. Ich habe da auch ein paar schöne Aufnahmen. Ich habe damit, beziehungsweise habe überlegt, ob ich vielleicht einen Vlog machen sollte, so ein paar Aufnahmen zeigen sollte, die Highlights. Ups, tut mir leid. Oh, ein Java-Update ist verfügbar. Das musste unbedingt in der Aufnahme gesagt werden. Ja, wenn ihr wollt, dass ich so einen Vlog mache und Videos davon hochlade, dann stimmt mal bitte jetzt hier oben rechts ab. Und ansonsten rede ich jetzt wieder über Skybounce. Okay, allgemein neue Software-Aktualisierungen sind verfügbar. Das ist aber toll. Gut, ich hoffe erstmal, ich habe jetzt nicht das mit dem Kommentieren verlernt. Ich habe gerade bemerkt, der Anfang war bei mir irgendwie ein wenig stockend. Aber das wird schon. Ich muss erst wieder in diesen Rhythmus reinkommen, Video aufnehmen und so weiter. Ich habe jetzt immerhin seit 5 Wochen kein Video mehr aufgeladen. Ich habe das Gefühl, dass es hier irgendwie ein wenig laggy ist. Und natürlich, was ihr jetzt seht, ich spiele gerade nicht auf dem Robot-Server, sondern ich bin gerade auf dem Steampunk-Server. Denn seit dem neuen Update habe ich und mein Mate beschlossen, dass wir ab jetzt auf Steampunk spielen, weil auf Steampunk einfach mehr los ist. Und ja, auf Robots macht es einfach keinen Spaß, weil da dauernd nur so 60 Leute online sind. Das sind nur die Leute, die eh schon God-Equipment haben. Und darum dachten wir so, komm, machen wir nochmal einen neuen Anfang. Ich weiß nicht, ob ich schon auf irgendwelchen Inseln bin. Nein, bin ich nicht. Und was ihr jetzt seht, beziehungsweise vielleicht schon gesehen habt, mein Name, der ist rot. Ich habe nämlich den Savage-Rang bekommen. Und hier liegt irgendwelches Equip, das ist aber cool. Ziehe ich mir gleich an. Bisschen was zu essen, nice. Ja, ich habe den Savage-Rang bekommen und zwar von meinem Freund und Mate Luca. Beziehungsweise, wie hieß er ihn? Brian, genau. Ite Brian oder Brian. Und dann ganz viele seltsame Zahlen. Ich spiele, beziehungsweise bin mit dem ein Clan, denn ich will dieses Mal bei Skybound nicht so wie letztes Mal versuchen, die Sachen alleine zu machen, sondern in einen Clan zu gehen. Okay, das war jetzt ein wenig verwirrend gesagt. Also, ich möchte nicht wieder alleine spielen, sondern bin deswegen einem Clan beigetreten, die auch in der Warzone ordentlich was reißen, und halt mit Leuten, die ich sympathisch finde, zusammen. Und er hat mir diesen Savage-Rang geschenkt und ich fand das so geil von ihm. Ich hatte mich ja für den YouTuber-Rank beworben, das wurde aber nichts, weil der Typ irgendwie nie, also der Serverinhaber irgendwie nie das seine Nachrichten liest. Ja, darum habe ich dann diesen Rang bekommen und das macht echt so viel Spaß, mit ihm zu spielen. Ich hätte ihn auch so verlinkt, aber er hat mich halt nochmal drum gebeten, ihn zu verlinken. Hier oben ist auch sein YouTube-Channel, wir werden demnächst ein paar neue Projekte zusammen starten. Und ich werde auch, weil auf Skybounce wir eine Menge vorhaben, die eine Menge sehr große Projekte vorhaben, die sehr viel zeitaufwendig sein wird. Sehr zeitaufwendig sind so. Darum werden wir, beziehungsweise werde ich noch auf einem zweiten Server dann beginnen zu spielen, neben Skybounce. Keine Angst, Skybounce ist immer noch das primäre Projekt, aber den anderen Server fand ich halt auch sehr geil. Skyrims, da wird morgen auch noch ein Video dazu kommen.
Wäre cool, wenn ihr da mal vorbeischauen könnt, denn ich fand den Skyrim-Server auch mega nice, nicht so cool wie Skyward, aber auch nicht schlecht. Und ich würde sagen, dann können wir jetzt mal beginnen. Es scheint alles gesagt zu sein, also nochmal zusammenfassend. Ich habe den Savage Rank von Brian bekommen, aka Luca. Wir werden zusammen Projekte machen, schaut mal auf seinem Kanal vorbei. Außerdem spiele ich jetzt auf Steampunk und werde als sekundäres Projekt auch noch auf Skyrim, auf einem Skyrim-Server anfangen und jetzt hier auf Skyborn spielen. Und dann gucken wir gleich mal, was man so machen kann. Denn ich bin jetzt Level 1 und habe noch gar nichts. Ich würde sagen, heute pushen wir uns erstmal von den Leveln hier hoch, also so viel es möglich ist. Start chopping your first tree. Das kann ich doch gleich machen. Dann kann ich endlich mal zeigen, wie das so ist, von Anfang an anzufangen, denn letztes Mal habe ich das ein wenig übersprungen. So, ich weiß. So, Player Level 2. Nice. Dann bekomme ich gleich hier hinten eine Kiste. Da muss Lava drin sein. Lava, Wasser, oder? Ach nee, genau. Eichensetzlinge. Und eine Kiste. Apropos Kiste, ich wollte doch mal gucken, was hier drüben drin ist. Nichts. Ah, okay. Gut. Was kommt als nächste Challenge? Slash Kid Noob. Nice. Level 3. Gleich mal die Kiste abholen. Beziehungsweise die Kisten. Zack. Ganz viel Holzwerkzeug. Und da sind die Lava- und Wassereimer. Der Lava- und Wassereimer. So. Was kommt als nächstes? Plant 2 Saplings. So, Challenge completed. Ich pflanze auch wirklich mal einen Baum. Obwohl, vielleicht eher hier. Warte, ist das hier schon ein Cleanstone Generator? Oh, nice. Ist das standardmäßig hier? Ich weiß nicht. So, was kommt als nächstes? Mein 64 Cobblestone. Oh, das ist ja praktisch, dass ich hier schon einen Cleanstone Generator habe. Und ich werde auch gleich mal hier diesen Stein ersetzen mit einer Truhe, damit ich hier dauerhaft abbauen kann. Gut, dann kann ich jetzt hier so ein bisschen über die Ziele reden, die ich auf dem Neuanfang von Skybones bzw. dann auf Skyrims habe und so ein bisschen quatschen. Also auf Skybones allgemein möchte ich auf der Insel von Brian aka Luca, oder wollen wir so eine riesengroße Burg bauen. Er hat auch Savage, also eine Premium-Insel, 400x400 groß, und die wollen wir so bauen, dass in der Mitte der Spawn ist und außenrum die Burg. Das heißt, das wird ein unglaublich riesiges Projekt, und deswegen werde ich auch auf Skyrims anfangen. Aber jetzt erstmal zu meiner Insel. Was wird mit meiner Insel passieren? Ich hatte schon die Idee mit der Community-Insel, allerdings habe ich da so schlechte Erfahrungen gemacht. Ich meine, so schlechte Erfahrungen gemacht. Weil immerzu jemand gegrieft hat und das hat echt gar keinen Spaß gemacht. Ich habe keine Lust, dass meine eigene Insel zergrieft wird. Und darum werde ich meine Insel, jetzt wo ich sie auch public stellen kann, ganz wunderschön bauen und dann einen Freizeitpark hinbauen. Und die, sobald ich online bin, immer public machen. So dass man da hingehen kann, Spaß haben kann. Und ich will ein System, was ich auf Skyrims kennengelernt habe, umsetzen. Um den Leuten, die hier neu anfangen, oder hoffentlich neu anfangen. Ich will ja immer die Leute motivieren, hier drauf zu spielen. Die Leute, die hier vielleicht neu anfangen, ein wenig entgegenzukommen. Und zwar gibt es solche sogenannte Profit-Shops. Damit macht man, wie der Name sagt, Profit. Dadurch, dass man Sachen kauft. Und zwar funktioniert das so, dass man tut mir leid, einen Iron Golem Spawner hat. Und das Eisen wird automatisch in die Kiste gepackt, und die Kiste ist mit einem Villager verbunden, der das dann verkauft, also mit einem Shop. Und sagen wir, ich kenne gerade gar nicht den genauen Preis, aber ich kann mal gucken. Der Verkauf von Eisen ist 75 Stars pro Stück, und wenn man jetzt ein Stack Eisen hat, dann ist der 4800 wert. Das heißt, man verkauft jetzt ein Stack Eisen für 2400 Stars in diesem Profitshop, und dann können die Leute den Stack Eisen für den halben Preis kaufen, machen dann mit jedem Stack Eisen 2400 Profit, und wenn man sagt, das Inventar, das ist ja
36 Blöcke groß. 36 Blöcke groß, was rede ich da? 36 Slots voll, sag ich mal. Und das, wenn du mit jedem Mal 24.000, wenn du mit jedem Mal 2.400 plus machst, also mit jedem Stack, dann machst du pro Inventar 86.000 Stars plus. Und dann heißt das auch, dass ich mit jedem Inventar, was gekauft wird, 86.400 bekomme. Und ich könnte es natürlich selbst verkaufen, würde ich doppelt so viel bekommen. Aber ich möchte natürlich auch sowas für das Allgemeinwohl tun. Ich hoffe, das ist ein guter Plan. Ihr unterstützt mich dabei wieder. Und jetzt ist mal weiter zu Ups, zu den Challenges. So. Craft a Stone Pick, Stone Axe and Stone Sword. Okay, das kriege ich gerade so noch hin. Workbench. Dann. Ach komm, ich mach gleich alles hier. Dann einmal ein Stein. Spitzhacke, ein Steinaxt. Und ein Steinschwert. Das war's, oder? Stone Pick, Stone Sword, Stone Axe, ja. Gut, dann bekomme ich, ach so, gar nicht Level up, aber fast. Die nächste Challenge, Craft a Wooden Door, 16 Window Panes. Okay, ich kenne die Challenge ja schon, also ich weiß genau, was gemacht werden muss. GG, da hat jemand ein neues, ach nee, ein altes, das Party Animal Kit geunlockt, nice. GG an diese Person, das ist nämlich gar nicht mal so schlecht, dieses Kit. So, ich nehme noch ein bisschen Holz, um das Glas durchzuschmelzen. Oder, ja, Holz brauche ich eh noch, weil ich ja 32 von diesen Planken craften muss. Ich kann auch meine Steinaxt dazu nehmen, dann geht das Ganze ein wenig schneller. Zack, 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 zack. So, 32 Stück sollte ich, glaube ich, craften. So, dann nehme ich mal noch diese beiden hier dazu und fülle sie in den Ofen rein. So, jetzt habe ich 32 davon. Dann muss ich noch eine Wooden Door craften. Blöderweise kriegt man da mal gleich 3 raus. So, die brauche ich eigentlich gar nicht. Oh, warte mal. Nee, ich sollte sie ja nur craften. Ich sollte es nicht besitzen, oder? So, dann habe ich jetzt auch genug Glas für die Glass Panes. Zack, Player Level up. Ich bin jetzt Level 17. Nice. Dort vorne kommt eine neue Chest. Mit 16 Erde. Das ist sehr toll. So. Dann /ch. Bei am. Ah ja. /spawn machen. Und zum Marktportal gehen. Oh Gott. Wo war das Marktportal? Ah, da unten. Ah ne, das ist Mining World. Wo ist das Marktportal? Ja, ich kenne mich hier noch gar nicht richtig aus. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich hier drauf spiele. Das sieht aus, als wäre das das Marktportal. Und das ist es auch. Oh, nice, man hat Speed 2. Das finde ich cool. Sowas hätte es auf Robots geben sollen. Und weil der Markt zu groß ist. Oder? Das hier ist doch der Markt, oder? Nicht? Doch. Weil der Markt zu groß ist, bin ich echt froh, dass ich den Savage-Rang habe und hier dieses /shop machen kann. So, was kommt als nächstes bei /ch? Bei Item from the Market. Dann sind die bestimmt hier. Ja, hier ist der Nether-Dealer, der Engineer, der Miner. Ich will aber zu diesem Typen mit den ganzen Farming-Zeug. Ja, genau, den da nicht. Müll, warum bugge ich hier? Hä? Hallo? Hallo? Was ist hier los? Ich will hier weg. Hilfe? Ich kann springen. Und ich kann... Lol. Hä? Ich reconnecte mal kurz. Skybounce. Okay, jetzt geht's wieder. So, den will ich ja eigentlich nicht, aber ich kann ja... ich kann doch bestimmt auch /shop machen, oder? Und dann was kaufen. Hier. Genau.
Jetzt möchte ich davon kaufen 5 Stück. Dann slash ch. Was kommt als nächstes dran als Challenge? Genau. Slash ESGO meinte ich. Slash ESGO. Dann tue ich mal das ganze Zeug hier rein. Denn als nächstes muss ich Sachen im Wert von 1000 verkaufen. Und wie macht man das am besten? Indem man in die Warzone geht und ein paar Erze abbaut. Das heißt, hier, ich nehme meine Storm Pickaxe, mach slash spawn und renne da mal kurz irgendwo in die Warzone rein. Das ist auch so ein Ding, ich war noch nicht ein einziges Mal hier in der Warzone. Ich bin gespannt, ob die cool ist, ich kenne keinen Kistenspot, das wird richtig nice hier wieder anzufangen. So, PvP enable. Und dann brauche ich Eisen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gleich getötet. Sieht aber nicht so aus. Also ich sehe bis jetzt niemanden. So. Zack. Zack. Ich brauche ja... Also ein Eisen kostet 75. Oh, da war jemand. Ach, egal. Ich baue auch noch das Goldchen mit ab. Verdammt. So, 2 Gold noch zusätzlich. Ah, ich glaube, Eisen ist effizienter. Das dauert nicht so lange zum Abbauen. Ja, sorry für den kurzen Cut gerade. Ihr wisst ja bestimmt, wie das ist mit diesem Nachurlaubsstress immer. Ja, ich traue mich jetzt einfach mal ganz mutig reinzugehen. Ich hoffe mal, die Leute greifen mich jetzt nicht an. Ich habe auch nicht... Okay, greift mich nicht an. Das ist nice, dankeschön. Ich will nur ein paar Erze abbauen. Oh, was war das? Hilfe. Ich habe Angst. Okay, es scheinen Freunde zu sein. Leute, die mich kennen oder so. Dann hole ich mir mal hier drüben nochmal das Eisen. 32 Stück. Und ja, dann verkaufe ich das und habe die Challenge fertig. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, worum es überhaupt ging. Ach ja, genau. Ich musste Sachen im Wert von 1000 verkaufen. Komm, das reicht jetzt. So, der möchte, dass ich an den Sporen komme. Oha. Alles klar. Er hat mir gerade 3 Sporen geschenkt. Ich weiß nicht, ob ich das annehmen soll. Eigentlich wollte ich ja am Anfang... Oh, lol, ist das ein Osterei? Ein Orb of Immunity. Eigentlich wollte ich ja am Anfang nochmal so komplett von Anfang an beginnen mit allem. Aber das ist schon echt cool. Okay, wir machen das folgendermaßen. Er sieht ja das Video und hört ja die Erklärung. Ich werde jetzt einfach hier von diesem ganzen Zeug welche auswählen und dann drücke ich random 4x Q. So. Und ja, ich behalte nur so ein paar Sachen. Denn wie gesagt, ich möchte vom Anfang an so ein wenig. Ach komm, ich mache das jetzt so hier, dass ich nur diese Teile behalte, die wirklich nice sind. Und den Rest, ja, den Rest kannst du nehmen und behalten. Ich weiß, du kannst damit vermutlich nicht viel anfangen. Und ja, du schau einfach mal mein Video. Ich erkläre das dann. Ich erkläre es darin. Gut, dann bis irgendwann mal. Ich lief auch die Insel mal. Denn ich mag das nicht, auf so vielen Inseln zu sein. Ich habe damit echt schlechte Erfahrungen gemacht. Das wird dann alles so durcheinander. Dann nehme ich mir wieder mein Zeug raus. Ofenkartoffeln, lecker. Jetzt habe ich natürlich schon Chestplate. Ich packe das mal dort vorne in die Doppelchest. Dann habe ich auch ein Transmogrifie-Buch, was mir aber nicht wirklich was bringt. So. Zack. Alles reinpacken. Genau. Jetzt muss ich verkaufen. Dann nehme ich mir das Zeug mal raus. Brauche ich wieder was zu essen. Slash Shop.
und zack, zack. Verkaufen für 2400. Player Level ab. Ich bin jetzt Player Level 7. An dieser Stelle mache ich jetzt einfach mal einen kurzen Schnitt und lade dafür heute zwei Videos hoch, die 15 Minuten gehen. Besser als ein Video, was 31 Minuten oder länger geht. Also nächstes Video 20 Minuten später, keine Ahnung, irgendwann heute noch. Und dann Road to Level 10. Bis dann.